Weißt du was? Ich gebe dir jetzt eine ganz einfache Aufgabe. Okay. Für die Zeit, in der ich das hier noch zu Ende mache. Ja? Do a barrel roll! Okay. Und nimm's auf Video auf. Nein. Also du da mit dem stacheligen Haar, du kannst dich verpfeifen. Oh. So. Das ja. War eine Barrel Roll. Ja, ja, ja. Echt, Mann, man müsste mal... gibt's eigentlich eine Süßigkeit, die so heißt Barrel Roll? Könnte sein. Barrel Rolls. Ein Beefy Roll. Und dann gibt's eben auch Barrel Roll. Und was macht man, wenn jemand zu einem sagt... Do a barrel roll! Dann vergewaltigt man die Dinger, oder was? Mr. Right! Ach, jetzt kann ich gehen. Oh, oh, was tut er nur mit ihr? Der Unhold hat mich, verhört! Geschnackselt. Der hat mit mir geschnackselt. Moment, ich suche gerade nach dem... Ach ja. That's what she said. Sehen Sie, mein Lieber, ich habe es Ihnen doch schon tausendmal gesagt. Das Büro des Polizeichefs ist nicht zugänglich. Ist zutraulich, habe ich erst gelesen. Ist nicht zutraulich, nein. Das reagiert auf Fremde immer ganz, ganz... Das bellt an. Stimmt. Wuff! 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 Oh! Das war süß! Wuff! 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 Das klang jetzt irgendwie so, als ob du einen Orgasmus gekriegt hättest. Woher weißt du, wie das bei mir klingt? Weiß ich nicht. Sicher? Erinnerst du dich nicht mehr? Ja, ach nein, stimmt, du hast ja geschlafen. That's what she said. Aber nein, sie mussten sich ja trotzdem reinschleichen. Einfach so, nicht wahr? Genau, als du geschlafen hast. Ich dachte, sie hätten... Ja, genau. Ich dachte, sie hätten gesagt, es wäre ihnen egal, wenn sie gefeuert werden würden. Ja, aber wenn ich gewusst hätte, dass es so sein würde, hätte ich das niemals gesagt. Was ist das denn? Nun, da ich die Beweise gesehen habe, die Gant in seinem Büro versteckte, kann ich mir endlich ein Bild von der Sache machen. Schwer zu glauben, dass alle so lange darüber geschwiegen haben. Sagen Sie mal, hören Sie mir überhaupt zu, mein Lieber? Ich werde versuchen, die Sache mit dem Polizeichef wieder ins Lot zu bringen. Tschüss, mein Lieber. Freundchen. Danach hörte ich was von Emma. Sie sagte, die Polizei wolle ihr einige Fragen stellen. Also wird sie den Rest des Tages beschäftigt sein. That's what she said. 24. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Ah, mein Stein. Da, den kann ich jetzt nicht mehr bringen, denn auf der Stelle, wo Arm ein Stylus war, ist jetzt... That's what she said. Naja, dafür hast du das Original ja noch da. Ja. Wo? Na, mich. Ach, dich. Ah. Ach, du bist ein Original? Ja, nur echt mit 5210. Hast nein, du das war Stefan Raab. Ja, genau. Verstehe. Der Polizeichef hat also Emma zum Verhör einbestellt. Ich weiß, was er damit meint. Ich habe ja schließlich eine Weile mit ihm zusammengearbeitet. Es bringt nichts, darüber nachzudenken. Morgen ist der letzte Tag für Gerüchte. Morgen ist der letzte Tag vor Gericht. Es bringt nichts, nachzudenken. Genau, wir können sie auch gleich auf den Stuhl schicken. Ich bin fest entschlossen, alles zu ihrer Verteidigung zu tun. Deshalb bin ich hier. Aber ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Was Sie mir im Laufe der letzten Tage erzählt haben, ist überhaupt nichts. Kein einziges nützliches Detail. Und wirklich? Ich denke, ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges gesagt. Etwas, was ich Ihnen gleich am Anfang mitgeteilt habe. Ich sagte, ich sei diejenige, die Inspektor Goodman erstach. Wissen Sie, ich glaube, so langsam weiß ich Bescheid. Wen sie mit diesen Worten schützen. Oh oh. Mia
war eine gute Mentorin für sie. Ich bin sehr eifersüchtig. That's what she said. Ja, aber wegen was anderem ist sie eifersüchtig. Es scheint, als hätte Edgeworth recht gehabt. Edgeworth? Soweit sie glauben, etwas zu wissen, kann sie keiner mehr vom Gegenteil überzeugen. Dickköpfig war der Begriff, den er verwendet hat, glaube ich. Das ist jetzt die Chance, sie dazu zu bringen, mir den Rest der Geschichte zu erzählen. Reden und sagen einfach nichts. Genau. Ich muss zugeben, ich war zunächst mehr als nur ein bisschen verblüfft. Sie bestanden darauf, es getan zu haben. That's what she said. Doch es gab keine belastenden Beweise. Dann kapierte ich's. Es ist nicht so, dass sie nicht die Wahrheit sagen wollen. Sie sind nur nicht dazu in der Lage, weil eine bestimmte Person es nicht zulässt. Welch eine faszinierende Idee. Eine bestimmte Person, sagen sie. Sie denken also, ich würde diese Person beschützen. Beschützen? Nein, ich denke, fürchten trifft es besser. Genau. Wenn ich mich nicht irre, hat diese Person sie dazu überredet, den Mund zu halten. Wessen Mund? Den Mund dieser Person. Womit? Womit? Ja, mit Ach, der nein. Hand. Nein, das war jetzt die falsche Frage. Oh. Ich mach mal wieder auf Normalgeschwindigkeit. Nein, nicht. Okay, mach wieder schneller. Ja. Warte mal, wie war denn der Satz von Dory in Findet Nemo? Suche! Nein! Nein, wie. Oder willst du das? Weil, kennst du das noch? Das bin ich noch, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht mehr. Rein theoretisch, Mr. Wright, darf ich erfahren, wer diese Person ist, von der Sie reden? Die Person, vor der ich mich angeblich so fürchte. Wer ist diese Person? Emma. Ich präsentiere mal Emma. Jo. Nimm das! Die Person, die Sie fürchten, ist diese hier. Ehrlich gesagt, gibt es da schon jemanden, der mir mehr Furcht einflößt? Wer sollte das sein? Nun, natürlich Sie. Ich? Ja, Sie glauben ernsthaft an das, was Sie sagen, oder? Wenn das keine Furcht erregt. Erregt, haha. Sie scheinen das Zeug zu einem Kriminellen zu haben. Sie mit all Ihren irrigen Anschuldigungen. Möchten Sie die Nacht in der Zelle neben mir verbringen? Wenn Sie mich fragen, sind Sie hier diejenige, die Furcht einflößt? Okay, nochmal. Okay. Okay. Ich muss zugeben, bla 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 bla. Bla und diesmal bla, bla, Damon Gunn? Diesmal nehmen wir den offensichtlichsten Gay, Damon Gunn, ja. Nimm das! Nun, Miss Sky. Oh, jetzt dreht sie uns den Rücken zu. Ein schöner Rücken kann auch beglücken. Obwohl, ich habe noch nie was von Rückensex gehört. Gibt's alles. Ach so, kennst dich aus. Natürlich. Ja. Du dich auch. Nur hast du damals geschlafen. Auf zweierlei Arten und Weisen, wie ich jetzt wohl mal vermute. Ach ja. Tief und du hast fest. Echt gedacht, es wäre Tee. Bone Snake. Damals gegeben hab. Oh. Ach, ich dachte schon, das wäre an der Stelle gewesen, wo du mir Alkohol eingeflößt hast, wo wir Mario Party gespielt haben. Stimmt. Ja, da auch, aber da warst du derjenige, der dann ewig nicht geschlafen hat. Alle schon tot, müde, halber weggedüst im Bett und du laberst und laberst und ist das so gewesen? Wir müssen unbedingt mal irgendwas zusammenspielen, falls du denn... Das ist so gewesen, ja. Falls du mal dich hierher bequemst. Ja klar, das ist ja der Sinn der Sache. Ja. Also, Mr. Wright... Oder meinst du jetzt ein Trinkspiel? Ein Trinkspiel. Das wäre doch was. Ja. Wir machen das, aber wir sagen, das ist gar kein Trinkspiel, sondern wir sind einfach so. Damit das nicht irgendwelche Kinder dazu fallen. Genau. Let's drink. Wir nehmen Wasser. Genau. Wer als erstes auf Klo muss, hat verloren.
Nee, also ich, ehrlich gesagt, ich glaube, Trinkspiele im Internet zeigen, ich weiß nicht, das ist ein schlechtes Vorbild. Ich würde es gerne mal so machen, aber zeigen... Nee. Wir können zeigen, wie es ausgegangen ist. Genau. Mit Fotos von der zerstörten Wohnung oder so. Meine Wohnung bleibt heil, ich sag's dir. Sorry, Sie sprechen mit der Generalstaatsanwältin. Vergessen Sie nicht, was sich gehört. Sieht so aus, als würde sie immer noch nicht auspacken wollen. Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir bitte etwas mehr über die Umstände erzählen? Damon Gunt. Das war ganz schön umständlich. Bis vor 2 Jahren waren wir Partner. Und was die so gemacht haben? Ich achtete ihn als Inspektor. Angenommen, er wäre achtenswert, dann sagen Sie mir doch bitte, warum er versuchen sollte, seine Verbrechen zu vertuschen. Seine Verbrechen! Sie und Edgeworth werden vor einen Untersuchungsausschuss gestellt wegen ihrer Vergehen. Insbesondere wegen der Unterschlagung und Fälschung von Beweisen. Das sind natürlich schwere Vergehen. Aber warum wurde der Name von Polizeichef Gunt in diesem Zusammenhang nie erwähnt? Polizeichef Gunt. Edgeworth wusste nicht mal über die Manipulationen Bescheid. Die einzige Partei, die diese Beweise hätte untersuchen können, war... ich. Ich hatte Zugang, weil ich die stellvertretende Leiterin der Ermittlungen war. Ja, genau Sie. Aber auch noch jemand anderes. Damon Gunt. Wenn Sie Polizeichef Gunt anklagen möchten, müssen Sie mehr als nur Worte vorweisen. Zeigen Sie mir einen Beweis, dass Polizeichef Gunt in jenem Fall Beweise gefälscht hat. Die Vase. Ja. Nimm das! Was? Nimm das! Nimm zwei! Nimm das! Ich habe das hier... Bei mir hat's geklappt. Ich habe das hier gerade im Tresor von... im Büro des Polizeichefs gefunden. Diese Scherbe einer Vase und dieses Stück Stoff. Wissen Sie, was das ist? Das sind Beweisstücke aus dem Fall SL9. Derjenige, der Beweise unterschlagen hat, war Polizeichef Gunt persönlich. Nun sagen Sie mir eins, warum spielen Sie den Sündenbock für ihn? Touché, Mr. Wright. Ja, wir hatten da ein Touché, was wir hier gezeigt haben. Es ist so, wie Sie es vermutet haben. Ich muss die Befehle des Polizeichefs befolgen. Auch wenn das bedeutet, dass ich des Mordes für schuldig befunden werden sollte. Heißt das nicht auch, dass die auf dem elektrischen sonst da was kommt? Keine Ahnung. Ich meine, das ist doch dann ist die doch... Ja. Das wäre doch scheiße. Ja. Für den Pulli scheiße. Deswegen heißt der ja so. Ja, warum? Aber Mr. Wright, Sie können doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich Ihnen das sage. Vor 3 Tagen. Ich hatte keine andere Wahl, als zu kooperieren. Beim Mord an Inspektor Goodman? Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Befehle zu befolgen. Ja, das trifft's viel besser als kooperieren. Befehle. auch wenn ich Ihnen keine Details nennen kann, so viel kann ich Ihnen sagen, dass ich an jenem Tag einen Befehl bekam. Sie müssen die Leiche von Inspektor Goodman wegschaffen. Sie finden sie im Kofferraum von Miles Edwards Auto. Serena steckt hinter allem. Ich hab's immer gewusst. Genau wie ich es mir gedacht habe. Ja, so war das. Ja, genau. Entgegen der landläufigen Meinung. Was haben die jetzt mit landläufig zu tun? Waren da irgendwelche Bauern, die gesagt haben, hey, lass uns übers Land laufen? Waren sie nicht diejenige, die Inspektor Goodman ermordete? Genau. Oh, sie hat's gestanden. Ich hatte versucht, die Leiche aus Edgeworths Auto zu nehmen. Edgeworth war's! Was liegt denn da auf dem Boden? Warte mal kurz. Was ist das denn? Haufenweise Kram von mir. Das ist Wahnsinn! Nein, das ist ein Stück Fliese. Wahnsinn? Das ist Fliese!
Warum? Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Wir müssen mal ein SpongeBob-Special machen. Ja. Ich liebe sie. Oder, frag doch einfach nochmal.